Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von polase.de. Ich bin Maldrian und zeige euch heute das kürzlich in Version 0.1 erschienene FreeRCT. Und nein, das ist nicht OpenRCT2, sondern eine gänzlich davon unabhängige Entwicklung, soweit ich weiß. Aber das genug zu den Floskeln und der grauen Theorie, denn das, was ihr sehen wollt, ist Gameplay und darum kümmern wir uns jetzt. Das Ganze, was ihr hier seht, wie gesagt, Version 0.1, ausgeführt im, verratet es keinem, Browser, aber natürlich auch nativ und lokal herunterzuladen und auszuführen. Aber das nur am Rande, New Game und schon sind wir im Park, 10.000 Tacken, keine Gäste, es ist 14 Grad bei Sonnenschein und die ersten Fragen kommen auf, nämlich, das ist schon alles und ja. Aktuell scheint es so zu sein, dass das hier so ziemlich alles ist, was einem demomäßig zur Verfügung steht. Das Ganze, die Versionsnummer lässt ja schon darauf schließen, noch relativ minimalistisch, aber im Gegensatz zu dem Stand, den wir initial damals 2014 auf Folase aufgenommen haben, schon sehr weit fortgeschritten. Da lassen sich noch Screenshots finden auf folase.de, ruhig mal reinschauen. Dann werdet ihr sicherlich wissen, was ich meine. Wir reden weniger und spielen mehr, denn dieser Park soll leben, da soll auch was passieren. Ich denke mal, wir machen uns eine kleine Wegstruktur. Vielleicht, da kommen schon die ersten zwei Gäste, die es toll finden, in der grünen Walachei spazieren zu gehen. Die müssen wir jetzt aber kurzfristig entschuldigen, beziehungsweise enttäuschen, denn grün und walacheiig wird es nicht bleiben. Ganz im Gegenteil. Wir werden mal kurz aufzeigen, was hier denn schon alles so geht. Pfade, Paths haben wir damit erstmal genug. Modify Landscape. Gucken. Hier ein bisschen an der Höhe und Tiefe herumspielen, sagte er. Merkte dann aber, dass das noch nicht zu implementieren gewesen ist oder so ähnlich. Auf jeden Fall tut sich hier sehr wenig. Ignorieren wir gerade mal. Und bauen stattdessen ganz frivol einige Zäune an den Wegesrand, damit die netten Gäste hier nicht aus Versehen vom rechten Weg abkommen. Pun intended. So, da kommt einfach mal so ganz ohne große Struktur was an den Wegesrand. Szenerie gibt es auch, sehr, sehr minimalistisch. Naturverbunden, wie wir sind. Gibt es mal Baum oder auch vier. Machen wir vier. Vier ist eine schöne Zahl. Und nochmal ein paar Blümchen. Blümchen bin ich ja eigentlich auch immer mit dabei. Hier, Flower Power, schön bunt. Alle Farben einmal durch. Und deluxe-mäßig gibt es natürlich für 100 Tacken auch noch einen kleinen Brunnen dabei. Kann man den drehen? Das kann man. Ein Brünnchen. Da steht er, glaube ich, gut. So. Jetzt haben wir schon einen wunderbaren Naturpark eingerichtet, an dem sich derzeit drei Gäste erfreuen. Jetzt sogar vier. Aber ihr Geld da lassen können sie noch nicht. Das werden wir anpassen, indem wir einige kostenlose Bänke bauen. Natürlich, wie zieht man den Menschen das Geld aus der Tasche? Mit einer kostenlosen Bank oder auch zwei. Dazu gibt es noch ein Litter Bin und eine Lamp. Und weil ich des Englischen nicht mächtig bin, kommt spätestens jetzt der Moment, wo ich sage Settings, Change Language und Deutsch. Genau, jetzt kann ich auch interpretieren, was ich hier eigentlich tue und muss nicht so tun, als würde ich das verstehen. Oh, Wegobjekte, sehr schön. Jetzt kommen wir zu dem, um was es eigentlich geht. Neue Attraktionen für den Park kaufen. Selbstverständlich machen wir aus unserem Freizeit- und Bewegungspark, in dem man bisher noch seine Fitness stärken konnte, etwas, das weit weniger gesund ist, nämlich ein Fresspark, dem sich wunderbar einige Pommes schnabulieren lassen. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es da auch noch nicht zu tun oder zu sehen. Ne? Auch klar. Daneben noch ein Eiscreme-Shop für die heißen Tage des Jahres. Den werden wir mit diesem grünen Punkt, den ich nicht ganz treffe, eröffnen. Jawohl. Und alle guten Dinge sind drei. Selbstverständlich muss das, was reingeht, auch wieder rausgehen. Toiletten. Ohne Toiletten. Sauerei. Gemäßigte Attraktionen. Derzeit verfügbar das Spukschloss, das wir jetzt auswählen und irgendwo frei
auf der Karte platzieren. Ich mache gerade so ein bisschen platzsparmäßig. Warum, ist, glaube ich, offensichtlich, aber da geht noch was. Deswegen würde ich sagen, hier den Eingang, da den Ausgang. Wir öffnen das Ganze, da gibt es nichts zu testen, das kann direkt starten. Stellen keine Konfiguration ein, das kann man im Selbsttest dann später noch erledigen. Blau ist die Warteschlange. So, und grau der Gehweg, den wir nach hier hinten hin legen. Und schon haben wir die erste Attraktion in Betrieb genommen. Könnte ich jetzt noch weitermachen, indem ich jetzt hier eine aufregende Attraktion in Form der Schiffsschaukel baue, aber geht im Endeffekt, kommt dem sehr nahe, mache ich vielleicht gleich noch. Wasserattraktion ist leer und das Interessanteste und wahrscheinlich auch programmiertechnisch am schwierigsten umzusetzende ist die Standardachterbahn oder eben generell die Achterbahn. Ich programmiermäßig habe ja keine Ahnung, aber die Vermutung liegt recht nahe, dass so etwas zu implementieren und zu platzieren und Eingang, Ausgang dran und Weg im Vergleich zu einer Achterbahn relativ simpel ist. Und warum ich diese Vermutung äußere, das zeige ich euch gerne jetzt. Denn das hier ist der Baumonitor für die verrückte Achterbahn, die wir jetzt errichten werden. Freunde von Rollercoaster Tycoon und Open City 2 werden sich direkt ein wenig zu Hause fühlen. Wir machen das jetzt ganz strukturlos, also hier in diesem großen mittleren Button, der relativ leer ist, das ist das Kaufen, also das Einwegteil vorwärts. Knöpfchen sozusagen, das ist ansteigender Weg nach oben. Hier baut man noch eine Kette mit dran, sodass das Ganze irgendwann so aussieht. Das war, glaube ich, etwas zu weit. So, gerade mit einer ganz verspielt platzierten Kurve, auch hier wieder bergauf mit Kette. Und wieder auf gerade, eine Kurve mit dabei. Jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit für einen Sturz von einigen Einheiten. Da wieder eine Kurve. Also man sieht jetzt auch, ich habe die großen, die gibt es scheinbar noch nicht, die großen Streckenteile, auch eine, also Beine, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Stützen, genau. Die Stützen sind auch scheinbar noch nicht implementiert. Wir lassen uns davon die Stimmung aber nicht vermiesen, sondern lassen die Achterbahn ins Bodenlose fallen. Da wird wieder eine Kurve platziert und dann sehen wir mal zu, dass wir das Ganze auch nach Hause bringen. Wir wollen es ja nicht überstrapazieren. Schön eckig, kantig. Wunderhübsch. Das jetzt, die ist geschlossen. Das ist das letzte Stück, was ich platziert habe. Und das heißt, ich schließe diesen Monitor jetzt und komme dann quasi, genau, jetzt, wo ich da. Oh, die Gäste beschweren sich über die vielen beschädigten Gegenstände im Park. Ich habe keine Ahnung, von was sie sprechen. Denn wirklich beschädigt sieht hier eigentlich nichts aus, aber ich werde gleich nochmal schauen. Den Eingang platzieren wir dort, den Ausgang platzieren wir da. Das Ganze schicken wir mal auf den Testlauf und beobachten die kleinen vier Wägelchen, wie sie hoffentlich zielstrebig den Berg hinauffahren werden, um kurz darauf in ihr Verderben zu schlittern, fahren. So. Derweil versuche ich mich hier an einem Weg, der auch wunderbar zu funktionieren scheint. Also da kann man sich jetzt anstellen. Und damit man nicht komplett die Orientierung verliert, schließen wir das Ganze da drüben auch wieder an. Die Achterbahn macht in derweil Achterbahn-Sachen und lässt sich den Berg hochzisseln. Auch hier Statistik schon alles gegeben in der Übersicht. Runterfährt sie. Da rollert sie herunter, schmeißt sich in die Kurven mit ich weiß nicht wie viel km/h. Und noch bevor sie zum Stehen gekommen ist, habe ich schon eine Erregungsrate von 2,46, eine Intensitätsrate von 5,51 und eine Übelkeitsrate von 1,04, was ich bei der Kurvenlage ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann, aber darum geht es ja gerade nicht. Komplettieren wir das Ganze noch mit der Schiffsschaukel, die wir dann doch jetzt noch final bauen, auch wenn es mit dem Eingang, Ausgang ein bisschen schwierig wird. Eingang hier, Ausgang da. Doch funktioniert. Dort.
Und Eingangsweg. Ich vermute da. Könnte klappen. Das eröffnen wir. Nach mehrfachen Klicken auf grün. Jetzt hat es funktioniert. Auch hier die Achterbahn. Fast vergessen. Na. Auf grün und geöffnet, damit die Leute auch ein bisschen motivierter sind. Eben wurde sich schon beschwert über irgendwelche beschädigten Dinge. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber um dem ein bisschen Einhalt zu gebieten, kann man auch noch das entsprechende Personal einstellen. In Form einer Hilfskraft für Reinigungsarbeiten, einen Mechaniker. Die werden automatisch gerade gesetzt. Nicht wundern, einen Aufseher und einen Entertainer. Da sind sie aufgespawnt, aufgepoppt, laufen jetzt herum und machen ihr Ding. Interessanterweise kriegen sie eine fortlaufende Nummer. Hilfskraft 1, Mechaniker 2, Aufseher 3 und Entertainer 4. Ja, im Großen und Ganzen war es das in der jetzigen Version beinahe schon. Beinahe deswegen, weil ich natürlich nicht auf alles eingegangen bin. Ein paar Buttons habe ich nicht mehr geklickt. Das könnt ihr gerne selber machen. Wie gesagt, im Browser, Link packen wir hier irgendwo bei, wird man definitiv finden, lässt sich das Ganze mittlerweile antesten. Und wem das zu wenig ist, im Browser kann man beispielsweise die Optionen nicht speichern, was ja nahe liegt, der lädt sich eben die lokale Datei, die lokale Version herunter und testet darum, beziehungsweise hat dann eben eine konsistente Version des Spiels. Und ich glaube, sehr viel mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. Das soll es auch schon gewesen sein. Free SCT 0.1 Version vom März 2022. Jetzt verfügbar. Sieht ungefähr so aus. Und ich sag mal, viel Spaß. Macht das gut, haut rein. Tschüss.